hat den Saft getrunken. Also wenn ich gewusst hätte, dass es dir so wichtig ist. Ich probiere deine Vitaminbombe ein anderes Mal. Versprochen. Martin, könnten Sie diese Praline bitte bei der Konditorei im Dorf besorgen? Es ist jetzt 13 Uhr. Ich mach das wieder um 3 Uhr. Ja, von mir aus auch um 3 Uhr. Ja. Hauptsache schnell, sonst reißt mir die Saalfett im Kopf. Wieso das denn? Es war ein Hochzeitsgeschenk und ich voll der Papst versehentlich gegessen. Okay. Ben, was ist los? Keine Ahnung. Mir ist plötzlich schlecht und schwindelig. Du gehörst ins Bett. Silvia, was hast du denn? Ist dir nicht gut? Mir ist gerade eingefallen, ich hab was vergessen. Ich muss dringend weg. Immer. Willst du wirklich, dass es mir wieder so geht wie damals, als ich mit los auf der Straße stand? Jetzt hör auf, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir sind doch Schwestern, wir müssen zusammenhalten. Das fällt dir komischerweise immer dann ein, wenn du in der Klemme steckst. Wenn du was brauchst, dann bin ich für dich da, aber jetzt brauche ich dich. Ich bin es leid, ständig die Kohlen für dich aus dem Feuer zu holen. Wenn Felix erfährt, dass ich das Geld genommen habe, dann verlässt er mich und ich kann einfach nicht ohne ihn leben. So, jetzt werde ich unseren Fleisch- und Milchlieferanten kündigen. Vielleicht kommt euer Vater ja dafür in Frage. Alles okay? Ja, alles okay. Bis später. Danke, Emma, du bist wirklich der allergrößte Schatz. Danke. Keine Ahnung, warum ich das tue. Aber das sage ich dir. Nie wieder. Nie wieder in meinem ganzen Leben. Hörst du, werde ich noch mal für dich lügen. Es wird auch keinen Grund mehr geben, wirklich. Ich schwöre dir das immer. Noch eine Brotzeit machen, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ach, das ist doch kein Problem, Hildegard, das machen wir selber. Ja, und ich räume dann noch die Küche auf. Ihr drängt euch ja geradezu nach der Arbeit. Ja. Ihr Haushaltsplan, der soll ja schließlich aufgehen. Es ist schon eine große Erleichterung, wenn Sie alle mithelfen. Und das mit der Spülmaschine war eine großartige Idee. Wenn man erst mal eine hat, dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie man ohne auskommen konnte. Besonders dann, wenn man gerade Spüldienst hat. Sie haben mich durchschaut, Frau Sornbichler. Sagen Sie mal, war das Ding nicht sehr teuer? Machen Sie sich darüber mal keine Gedanken. Ja, ich finde, wir profitieren doch alle davon. Da könnten wir uns doch alle an den Kosten beteiligen. Was, wir auch? Nicht nötig. Betrachten Sie es einfach als Geschenk. So ein kleines Dankeschön war ja längst fällig. Wofür denn? Ich bin so oft hier und zahle ja schließlich keine Miete. Wo er recht hat, hat er recht. Ja, gut, also, wenn Sie das so sehen, vielen Dank. Ach, übrigens, ihr wisst ja, dass nicht alles in die Spülmaschine darf. Also zum Beispiel solche Sachen wie unser Hochzeitsgeschirr. Und da hänge ich doch so dran. Ach, das ist doch klar, Hildegard. Also da müsste einer ja wirklich ahnungslos sein, wenn er beispielsweise unser Hochzeitsgeschirr da reintun würde, oder? Ja, dann ist ja gut. Also, ich muss jetzt los. Bis später. Mhm. Da bin ich jetzt neugierig, wie sie aus dieser Nummer wieder rauskommen wollen. Cola! Mein Gott, warum dauert das so lange, bis sie dran... Nein, ich wollte nur wissen, wie viel Zeit ich habe, um das Gegengift zu verabreichen. Ja, nein, es ist alles in Ordnung. Ich wollte es nur sicherheitshalber wissen. Danke. Ben... Du darfst nicht sterben. Das lasse ich nicht zu.
mir geschworen, nie wieder meinen Kopf für Rosalie hinzuhalten. Es ist falsch, was sie macht. Aber ich kann halt nicht anders. Ich mache mir Vorwürfe. Ich dachte immer, sie wäre gut klargekommen, nachdem sie den Hof damals verlassen hat. Hallo, Emma. Hast du kurz Zeit für mich? Nein, wieso? Ja, weil ich gern mit dir sprechen möchte. Das ist sinnlos. Ach, hab dich die Rosalie aufgehetzt. Wendest du dich jetzt auch gegen mich? Du hast mich angelogen. Von wegen, sie ist damals abgehauen. Du hast sie vom Hof gejagt. Ja, das stimmt. Ich konnte wirklich ihren Anblick nicht mehr ertragen, nachdem ihre Mutter gestorben war. Dass Rosalie keine Hilfe geholt hat, das ist unverzeihlich. Aber sie wegzujagen, sie war erst 17, Papa. Ja, ich weiß. Ich habe als Vater eigentlich auf der ganzen Linie versagt. Als kleines Mädchen habe ich immer gedacht, du bist der tollste Papa auf der Welt. Und wenn es Mama wieder schlecht ging, dann warst du immer für mich da. Ja, du warst ja auch meine Prinzessin. Aber nachdem dann eure Mutter gestorben ist, da hab ich total den Halt verloren. Hab mich alles aus der Bahn geschmissen. Mamas Migräne, ihre Depression, das hat uns alle gequält. Nicht nur dich, wir haben alle damit gekämpft. Ja, das verstehe ich halt schon. Aber damals war ich halt mit meiner eigenen Trauer so beschäftigt. Du, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Aber ich tät gern halt irgendwie ein bisschen was gut machen, was halt noch gut zu machen ist. Mehr kann ich da nicht anbieten. Hier? Nee, leider nicht. Wissen Sie, wo er ist? Keine Ahnung, er hat frei heute. Blutdruck und Ruhepuls sind leicht erhöht. Ist das schlimm? Normalerweise nein. Eigentlich müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wahrscheinlich der Stress. Vielleicht doch ein Infekt. Wie geht's Simon? Wieso? Er war gestern bei mir, weil er sich nicht wohlgefühlt hat. Ach, Sie meinen, dass ich mich vielleicht bei ihm angesteckt haben könnte? Simon war heute joggen, hat dann eine Pizza gegessen und eine riesengroße Portion Eis. Sieht das nach Grippe aus? Frau Strobel weiß auch nicht, wo er ist. Und aus dem Handy, da kriege ich immer nur die Mailbox dran. Tja. Bitte, es ist dringend. Ich muss Ben sprechen. Denken Sie nach. Was hat er denn vor? Er hat sich heute kurz hingelegt. Ihm ging es irgendwie nicht so gut. Und dann? Naja, ich habe ihm vorgeschlagen, sich durchchecken zu lassen bei meiner Mutter, aber ob er da wirklich hingegangen ist, das weiß ich nicht. Danke. Gerne. Tschüss, Herr Sponheim. Wiedersehen. Evelyn Konopka? Silvia Saalfeld hier. Ist Ben Sponheim bei Ihnen? Tut mir leid, Frau Saalfeld. Ich darf über Patienten keine Auskunft geben. Ich will doch gar nicht wissen, ob ihm was fehlt. Ich muss doch nur wissen, ob er in der Praxis ist. Auch das fällt unter die Schweigepflicht. Bitte, wenn ich noch bei Ihnen arbeiten würde, dann würde ich das doch auch mitbekommen. Ich muss ganz dringend mit ihm reden. Oder sagen Sie ihm wenigstens, dass er sich bei mir meldet, ja? Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Er ist gerade gegangen.